Morgens 9:30 in Deutschland zum Montag hier bei Tickmill mit Euro, US-Dollar, britisches Pfund, japanisches Yen und dem Silber auf der Uhr starten wir in die neue Handelswoche. Ich heiße alle Zuschauerinnen und Zuschauer hier auf unseren Live-Kanälen herzlich willkommen im Facebook und auch auf GoToWebinar. Alle, die hier zuschauen, von mir einen guten Start in die neue Handelswoche und meine Einladung wie immer, wenn Fragen sind, ein Wunschchart mal besprochen werden sollte, nicht scheu sein, direkt in die entsprechenden Chats hineinposten und dann können wir sehr, sehr gern darüber sprechen. Ich hoffe, Bild und Ton sind gut, wenn nicht, bitte einfach ein kurzer Hinweis in die entsprechenden Chats, das sehe ich dann auch relativ schnell. Ludger, einen schönen guten Morgen. Bevor wir in das Webinar hinein starten, wie immer der Risikohinweis, den bitte ich so, wie er hier steht, in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Wie sehen die Tagesnachrichten aus? Letzte Woche hatten wir einen gut gefüllten Kalender. Der Montag geht ruhig los, aber wichtig hier bei uns, 10 Uhr in Deutschland, wir bekommen den IFO-Geschäftsklimaindex. Das ist ein Index, der hat gutes Potenzial, den Markt auch zu beeinflussen rund um diesen Index. Wir sehen es hier unten mit diesen drei Bullenköpfen, also die höchste Relevanz. Gibt es dann noch die Lageeinschätzung in Deutschland und die Erwartungen hier bei uns in Deutschland? Also wichtige Fakten um die Wirtschaft hier bei uns in Deutschland. Das Ganze hier vom IFO-Institut. Wir hatten ja am Freitag im edukativen Part über den ganzen Part von der ZEW gesprochen. Guten Morgen, Elna. Schauen wir weiter in den heutigen Tag. Viel mehr gibt es nicht. Es gibt hier um 10.30 Uhr eine Rede seitens eines EZB-Mitglieds und am 11 Uhr am späten Vormittag hier dann bei uns in Deutschland aus den USA ein FOMC-Mitglied spricht. Mal schauen, ob da was bei kommt. Und dann natürlich aktuell wieder latent, permanent vorhanden Brexit. Frau May. Kommt sie weiter, kommt sie nicht weiter, wird sie abgesetzt, wird sie nicht abgesetzt. Ach, da geistert ja so viel durch die Presse. Das hat natürlich allerhand Potenzial, die Märkte hier komplett unerwartet zu bewegen. Das sollte man immer in irgendeiner Weise mit im Hinterkopf haben. Aber damit rein in die Charts hier und zwar im MetaTrader 4. Mit dem Stereo Trader Add-on hier bei Tickmill. Wir haben es gerade hier noch da aus der Vorbereitung. Britisches Pfund, japanisches Yen aktuell in der tiefen Korrektur. Und der Markt kann sich hier nicht ganz so entscheiden, was er so wirklich will. Rein aus trendtechnischer Sicht haben wir hier schön den Auflauf nach oben gehabt. Hier ganz tiefe Korrektur. Wir haben hier unten das Level gehabt, hier um diesen kleinen Zackerl unten nochmal drunter. Hier war auch das Tief in diesem Bereich 143,75. Das hier, das Level mit dem Support unten ran. Wir hatten hier letzte Woche Donnerstag ein Tagestief nach unten. Da hatten wir einen ordentlichen Spike, der dann wieder hochgekauft worden ist. Das Tief war hier bei 144,135. Fallen wir drunter, sieht es deutlich so aus, als wenn wir eher unter drunter laufen, unter den Support, beziehungsweise auf alle Fälle erst einmal wieder hinein. Man muss halt einfach auch ein bisschen vorsichtig sein, weil wir wissen ja, oben, weil wir aus der tiefen Korrektur gekommen sind, kam kein richtiger Kaufdruck mehr auf. Das ist normal, das ist ein Verhalten, das kennen wir. Was jetzt hier unten natürlich immer wieder passieren kann, ist, dass die Dynamik hier komplett für die Long-Seite verloren gegangen ist und wir absolut unten runterfallen. Wir haben jetzt hier am Freitag wenig Bewegung gesehen. Also wir haben zwar gute Tagesschwankungen gehabt, wir haben hier den Hoch- und den Tiefpunkt, das sehen wir ja, und die Kurse sind nahezu so aus dem Tag gegangen, wie sie in den Tag reingekommen sind. Das heißt, hier hat man eine Art Doji-Candle mit langen, langen Enden auf diesen Seiten. Oft ist der ja viel, viel kürzer und an einer anderen Stelle verortet. Aber nichtsdestotrotz, das Verhalten zeigt uns, es gibt eine große Unentschlossenheit. Ne? Nach oben wollten sie nicht, nach unten wollten sie auch nicht, die Händler. Es wird überlegt, jetzt geht es aktuell sowieso ein bisschen runter. Man muss sich hier einfach so ein bisschen, ja, sag ich mal, vom Markt auch leiten lassen. Wir haben hier übergeordnet in der Stunde den Korrekturtrend. Wir gucken uns den gleich mal an. Der ist am Laufen. Wir haben hier das letzte Tief, wir haben hier das letzte Korrektur hoch und jetzt trendet der Markt nach unten. Aber hier haben wir erst einmal wieder ein höheres Tief gehabt. Also wir sehen selbst jetzt auch weiterhin, es ist dort so ein Hin und Her. Das heißt, wir Händler müssen einfach jetzt mal in Ruhe abwarten, was passiert. Laufen wir oben drüber hier
über diese Marke, dann schaut es eher so aus, als würde der Markt nach oben drehen wollen und wieder in Richtung des übergeordneten Aufwärtstrends laufen wollen. Fallen wir unten drunter, unter dieses Tief, was ich hier mit dieser grünen Linie markiert habe, dann sieht es eher so aus, als wenn sich diese ganze Geschichte nach unten fortsetzt. Und in diesem, sage ich mal, Drehpotenzial um das Median, was wir hier drinnen haben, das ist der Punkt, wo kurzfristig agierende Händler immer wieder agieren können. Das heißt, von oben drüber nach unten, von unten drunter nach oben. Das sind ja auch kurzfristige Strategien, die man hier immer mal wieder anwenden kann. Und das ist das, was wir hier im japanischen Yen auf alle Fälle haben. Mit Blick nochmal in den Tageschart hat der Markt momentan noch alle Chancen, gut oben drüber zu laufen. Das heißt, er hat die Chance, aus der tiefen Korrektur herauszukommen und nach oben zu laufen. Nächste Anlaufpunkte wären dann hier oben diese Marke von 146,349, beziehungsweise, wenn wir das uns im Stundenchart nochmal anschauen, hier oben haben wir auch so ein Drehlevel gehabt, beziehungsweise hier am Tageshoch um die 148,083 und dann haben wir hier oben schon das Top. Also wir haben nach oben Anlaufpunkte. Wir müssen jetzt aus dieser Sicht nur aufpassen, weil der Markt hier wirklich nicht so schön dynamisch hochläuft, wie es hier aus den letzten Korrekturen rausgemacht hat, ob es möglicherweise hier nicht eine Formation gibt, die so ein bisschen an eine Schulterkopf-Schulter erinnert. Das ist der Punkt. Hier hätten wir dann die Nackenlinie liegen. Wenn wir hier das erste Hoch, das zweite Hoch und jetzt ein drittes Hoch bekommen würden, was tiefer ist, das wäre dann eine Schulterkopf-Schulter-Formation, die ja als Umkehrformation gilt. Das muss man mal so ein bisschen sehen, müssen wir ein bisschen beobachten. Das können wir jetzt hier an dieser Stelle definitiv noch nicht beobachten, aber das Potenzial ist auf alle Fälle nach oben hin da. Bricht es nach unten weg, wie schon gesagt, müssen wir aufpassen, was hier am Support passiert. Wenn der wegläuft, dann haben wir die Möglichkeit oder die Chance, nach unten hin doch noch ein deutliches Stück zu treten. Nächster Auffangpunkt wäre dann hier unten der Bereich dieses Korrekturtiefs. Ich klemme da gleich mal noch ein Preisschild dran. Das haben wir hier unten grob liegen. Ja, um die Marke von 141,1 in diesem Bereich rum. Da haben wir das nächste Trendtief, das Korrekturtief. Und dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, auch auf die eigene Zählweise. Wenn man das hier als Bewegungstrend sieht, hätte ja rein theoretisch die ganze Geschichte noch weiter nach unten Luft. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man das Ganze nimmt, weil wir sind ja hier nur oben rangelaufen und wieder runter. Das ist so häufig so ein Sammeln an so einem Hochpunkt gewesen, bevor dann der Schub hochkommt. Das heißt, so ein bisschen Kontraktionsmuster obenrum. Aber es ist halt ein Bereich, der Relevanz hat. Deswegen müssen wir den jetzt im kurzfristigen Trading auch mit reinnehmen. Bricht das Ganze, wie schon gesagt, dann haben wir hier deutlich Abwärtspotenzial erst einmal in den nächsten Support hier unten rein, dass ich das Bild auch mal noch auf der Woche anschauen kann. Hier oben haben wir halt was liegen, was nicht von schlechten Eltern ist. Wenn wir uns diese Wochendynamik in den großen Schüben auch mal anschauen, hier ist eher noch Abwärtsdruck vorhanden. Das heißt, die Chance, dass wir weiter nach unten laufen, ist da. Genauso wie hier unten jetzt auch die Chance da ist, dass wir auf Tagesbasis weiter nach oben anschauen. Jetzt müssen wir einfach nur warten, wie sich der Markt an dieser Stelle auch mit entscheidet. Thorsten, einen schönen guten Morgen. Gut, gehen wir zum nächsten Markt. Wir schauen mal auf das Silber, auf den Silberpreis hier. Den hatten wir ja auch jetzt ein paar Tage nicht auf der Uhr, nachdem die Longseite sich ja deutlich verabschiedet hat. Das sehen wir ja hier mit diesem massiven Trendbruch. Hat der Markt sich hier unten wieder gefangen? Dieser Schub nach unten hat angedauert hier bis zum Tief bei 14, knapp 98. Danach sind wir hier, deswegen habe ich es untergeordnet mal eingezeichnet, dieser Magentafarbe. Wir sind hier momentan in der Gegenbewegung und was wir in den letzten Tagen immer wieder gesehen haben, ist, wir haben hier im Bereich dieses Trendbruchlevels, hier ist ja der Aufwärtstrend gebrochen worden durch diese Linie, durch diesen starken Abwärtsschub, den ich hier in blau markiert habe, der ist auch so ein bisschen getrendet, haben wir hier einen Widerstand liegen. Und das sehen wir, dass das ein Widerstand ist. Hier ist der Markt mal reingelaufen, komplett wieder runtergedreht. Jetzt haben wir hier 3 Tage in Folge gehabt, da ist der Markt so ein bisschen drüber gelaufen und immer wieder runtergedreht. Aus rein trendtechnischer Sicht ist das jetzt alles kein Problem. Wir haben einfach nur eine Bewegung, die hier oben ihr Top gefunden hat, die jetzt so ein bisschen korrigiert hat. Und jetzt kommt es darauf an, wie sich der Markt weiter verhält. Das heißt, was hier an Szenarien passieren kann, ist einfach Folgendes, dass wir sagen, okay, der Markt läuft einfach hier von oben nach unten. Das heißt, wir sehen jetzt hier etwas korrektiv Phase. Wartet mal, das mache ich mal ganz kurz ein bisschen anders, dass das hier im Kontext bleibt. Und dann schieben wir mal das. Also das, was wir jetzt hier sehen, ist aktuell korrektive Phase. Das heißt, wir haben jetzt hier weiterhin
sag ich mal, etwas trendig nach oben laufen. Und wenn wir jetzt hier die Umkehr in kleinen bekommen, dann hat man in den kurzfristigen Zeiteinheiten wohlwissend schon die Möglichkeit, hier kurzfristig etwas nach oben mitzunehmen. Wir haben hier das Tageshoch vom Freitag bei 15,54. Da kann man dann mal gucken, wie der Markt sich auch verhält. Kommt hier stärker auf, dann haben wir schon die Chance, hier oben wieder ans Hoch ranzulaufen. Das heißt, das aus rein technischer Sicht, wenn es der Markt nach oben spielt, wenn man das hier als Trendrichtung nimmt und diese, sage ich mal, korrektive Phase als Taktgeber aktuell benutzt, wohlwissend, man handelt gegen diesen Schub nach unten. Das heißt, wir haben jetzt hier in diesem größeren Bild noch eine trendlose Phase, aber das, was sich hier ergibt, ist halt etwas, das kann man durchaus traden. Im kleinen Bereich macht das Sinn, wie schon gesagt, zu gucken, was hier am Tageshoch passiert. Kommt hier Kaufstärke auf, dann kann es weiter nach oben gehen. Prallt der Markt nach unten ab, dann haben wir eher die Wahrscheinlichkeit, dass wir erstmal hier wieder ein bisschen hin und her schwingen oder aber dann im mittleren Sektor, wenn wir wirklich weiter nach unten laufen hier, dass wir dort dann an der Stelle rumdrehen und den Markt nach unten laufen sehen. Das wäre dann das Signal, dass wir wieder in Richtung dieser Dynamik laufen und dann haben wir die Wahrscheinlichkeiten auf unserer Seite, dass wir nach unten laufen hier unter das Tagestief bei 15,36 drunter. Anlaufpunkte haben wir dann aus technischer Sicht erst einmal auf alle Fälle hier dieses Korrekturtief als Support um die 15,37, beziehungsweise dann, wer auch darauf schaut, hier Tagestiefpunkte, ob da möglicherweise was reinkommt an Verkaufsdruck oder an Kaufwünschen der Händler, die Märkte nach oben bleibt. Das muss man dann sehen, aber da haben wir auf alle Fälle einiges zwischendrin, wenn das Spiel dann komplett ins Laufen kommt. Das wird nicht heute, denke ich, entschieden, aber wir haben dann nach unten hin halt einige Punkte laufen, wenn wir so Umkehrmuster bekommen. Da haben wir dann als Ziel erst einmal hier unten die 14,97, 14,98 in dem Bereich, wo das nächste Support läuft, wenn diese Marke hier um 15,13 Dollar pro Unze nicht halten sollte. Das also an dieser Stelle mit nach unten, mit dem Blick nach unten sozusagen. Und wer sich das Ganze gerne einmal in der Stunde anschauen möchte, wir sehen es halt hier an dieser Stelle. Es hat sich mittlerweile hier ein Abwärtstrend gebildet, der jetzt in korrektiver Phase ist. Und wie schon gesagt, wenn es so kommt, wie die zweite Szenarioplanung das Ganze gemacht hat, dass wir hier rumdrehen, dann wird sich dieser Trend, der hier nach unten läuft, nach unten hin fortsetzen. Und die ganz kurzfristigen Trader, was ich gerade auch erwähnt habe, die können halt das Ding hier als Taktgeber nutzen und möglicherweise nach unten treten. Wichtigerweise ist hier wirklich zu beachten, man muss halt schauen, hier hat man schön den Schwung nach oben. Also das ist jetzt erst einmal definitiv gebrochen und man kann sich dann nach unten rein skalieren. Hier kurzfristiger Anlaufpunkt, wie schon gesagt, das Tagestief, was wir hier haben, wenn darunter weitere Verkaufsstärke oder Schwäche im Markt reinkommt, also jetzt quasi der Druck von oben nach unten fällt, dann haben wir die Punkte hier nach unten hin und das deckt sich sozusagen auch mit ein paar Lows, die wir hier in diesem Rahmen definitiv auch drin haben. Also hier ist auch wieder alles möglich im ganz kurzfristigen Bereich hin bis zum Swing Trading. Wir müssen nur warten, wann der Markt uns die entsprechende Entscheidung mitgibt. So, das hätten wir auch besprochen und dann schauen wir mal auf den Euro-US-Dollar. Da blicken wir jetzt aus aktueller Sicht gleich mal noch in die Woche. Wir starten mal in der Woche. Das hat auch einen Grund, weshalb wir in der Woche starten. Ich muss da mal etwas reinzoomen hier in das Ganze. Der Grund, weshalb wir in der Woche starten, ist folgender. Mache ich mal noch ein bisschen größer. Wir wissen ja, wir haben es ja gerade gesehen, wir haben in der Woche momentan auch eher die Dynamik von oben nach unten laufen und wir haben hier diesen roten Abwärtstrend nach unten reingezeichnet. Da sind wir ja vor kurzem hier unter dieses wichtige Level gelaufen, unter dieses Trendtief bei 1,12, 1,45. Da sind wir drunter gelaufen. Dieser rote große Trend, den wir schön auf Tagesbasis auch mit verfolgen können, sehen wir auch schön in der Woche, der ist hier unten drunter fortgesetzt und dann haben wir hier letzte Woche durch diese hohen Volatilitäten einfach eins gesehen, wir sind hier oben drüber gespiked, das heißt, wir haben diesen Wochentrend, dieses Hoch, dieses Tagestrend, was wir hier in der Woche so schön sehen, einfach mal überschritten. Deswegen ist aber die Wochendynamik nicht gleich weg, sondern wir sind hier mal kurz über den Abwärtstrend, der die Bewegung darstellt, oben drüber gelaufen. Und jetzt ist halt die Frage, das ist auch die Strategie, die ich in meinem Trading persönlich immer wieder fahre, wenn jetzt so ein Schub hier oben drüber kommt, erst einmal gucken, ob er sich bestätigt, ob die Dynamik nach oben fortläuft, dann kann man das ja traden. Ansonsten halt wieder in Trendrichtung drauflaufen, weil wir haben ja das große, ganz große Bild von oben, haben wir ja runtergeschoben. Und das sehen wir auch an der Kerze letzte Woche. Wir haben hier eine massive Abverkaufskerze und die wird jetzt in irgendeiner Art und Weise Bestätigung finden oder auch nicht. Heißt an dieser Stelle, das war die letzte Woche, die letzten beiden Tage, um das besser mal zu sehen. Wir gucken jetzt mal in den Tageschart rein, hier Donnerstag und Freitag.
Da hatten wir diese massiven Abverkäufe. Logisch ist jetzt in dem Moment das, was wir hier sehen, dass man nach so einem starken Schub nach unten erstmal wieder ein bisschen Gegenbewegung sieht. Man muss sich jetzt hier an dieser Stelle einfach irgendwo ein bisschen sammeln. Aber wir haben hier ein Währungspaar mit einer sehr, sehr hohen Relevanz. Und man kann, wenn man sich an den richtigen Stellen verortet, das Ganze auch immer wieder gut traden. Heißt also an dieser Stelle, das ist jetzt ein Wert, wo ich persönlich jetzt nicht gleich draufspringen würde und das nächste bisschen Move traden würde, sondern ich würde hier einfach sagen, macht eine Strategie. Warum eine Strategie? Damit wir auch genau wissen, was wir machen. Das heißt nach dem Motto, plane den Trade und trade den Plan. Was haben wir hier? Wenn wir uns das Ganze mal auf Stundenbasis noch mit anschauen, dann können wir gut und gerne konstatieren, das, was wir jetzt hier letzten beiden Handelstage der Vorwoche gesehen haben, ist definitiv der Schub nach unten. Das, was wir jetzt hier sehen, ist Gegenbewegung. Das heißt, wir müssen erst einmal eine grobe Entscheidung abwarten. Wichtig ist eins, wir hatten hier zwischendrin mal eine gewisse Zeit, wo der Markt hier seitlich hin und her so gelaufen ist. Das heißt, wir haben hier oben drinnen jetzt für den kurzfristigen Bereich um diese Marke hier einen Bereich liegen, wo der Markt mit Relevanz einfach mal schon öfter rangelaufen ist, über viele, viele Stunden und dann nach unten wieder abgedreht ist. Das heißt, das ist irgendwo so ein bisschen im Widerstandsbereich. Und jetzt kommt es hier drauf an, was hier passiert, gerade für das kurzfristige Trading. Kommt hier über dieser Schwelle Kaufstärke rein, dann kann man sich als kurzfristiger Händler so ein bisschen nach oben orientieren, hier in Richtung dieses Swing Highs, was wir hatten. Wir hatten ja hier diesen schönen Schub nach unten, dann gab es Gegenbewegung und dann nochmal den massiven Schub nach unten und da oben haben wir halt die Marke liegen bei 1.13.907, ist das hoch hier in diesem Bereich. Das ist eine gewisse Relevanz und da kann man halt sagen, wenn hier tatsächlich Kaufstärke reinkommt, dann könnte man sich hier ein Stück mit nach oben schwingen. Ob wir hier drüber laufen oder nur dran laufen oder in der Mitte des Weges aufhören, I don't know. Ich habe absolut keine Ahnung, aber das wäre auf alle Fälle mal eine strategische Geschichte, weil man einfach auch weiß, okay, da hat man etwas, an das man sich orientieren oder an dem man sich orientieren kann. Und wenn hier unten dann dieser Schwung oben drüber läuft, hat man auch einen Absicherungspunkt. Das heißt, wenn wir jetzt hier beispielsweise ein Stück noch nach oben laufen aus diesem Ganzen raus und dann jetzt mal das Beispiel, dass hier oben wirklich Kaufstärke reinkommt, dass es hier eine kurze Gegenbewegung gibt und wir dann weiter nach oben laufen, ja, dann haben wir hier relevante Punkte, wo der Händler sehen kann, okay, wo haben denn die Verkäufe aufgehört, wo würde denn dieses Szenario zerstört werden und das würde halt an dieser Stelle hier unten dann kaputt gehen, heißt also, man hat dann Level, an dem man sich auch einen Absicherungspunkt suchen kann und hier oben hat man Level, wo man Zielmarken suchen kann und das sind ja die Gründe, die zwei Punkte, die wir als Erstellung eines Szenarios, auch einer Handelsstrategie brauchen. Und das können wir hier raus sehen. Das heißt, wenn wir die Bewegung nach oben bekommen, können wir hier erst einmal schauen, was in diesem Bereich passiert. Wir sehen ja momentan, läuft der Markt hier einfach oben ran. Jetzt wäre es halt wirklich wichtig, drüber zu gehen. Und wenn hier keine Umkehr kommt, dass man das dann nach oben traden kann, da kann man sich dann auch sehr, sehr gerne im Rahmen der 5 Minuten bewegen, um das Ganze sich bestätigen zu lassen. Das ist die Seite nach oben. Nach unten hin müssen wir wirklich sehen, wenn hier kurzfristig Schwäche reinkommt, dann können wir intraday das Ganze nach unten traden. Anlaufpunkte hätten wir dann auf der Unterseite genau das gleiche. Wir haben im ganz kurzfristigen Bereich beispielsweise hier unten um diese Marke einen Bereich, wo wir schon mal angehalten haben, beziehungsweise dann hat man, weil man ja in Richtung dieses großen Bildes auch tradet, die nächste Marke hier am Tagestief bei 1.12.732. Das Ganze mit liegen interessant, was dann nach unten hin passiert. Das kann man dann selbstverständlich dazu nutzen, um sich nach unten einzustoppen. Für diejenigen, die das Ganze als Swing Trade in Richtung des übergeordneten Trends traden wollen sozusagen, die müssen jetzt einfach ein bisschen mehr Geduld aufweisen. Das wird sich wahrscheinlich nicht in den nächsten 1-2 Stunden erledigen, sondern hier sagt man einfach, jetzt lassen wir das Ganze mal die Gegenbewegung abgehen und wenn wir dann irgendwo wieder rumdrehen, dann haben wir ja die Chance nach unten zu laufen und das Ganze entsprechend in Richtung der übergeordneten Situation, die wir hier laufen haben, weiterhin auch zu traden, weil wir hier die Dynamik stark nach unten haben. Also hier haben wir einen Markt, der sehr, sehr viel Fokus hat und wo man gut und gerne den ein oder anderen Zacken sich mitnehmen kann, um für das eigene Portfolio zu erwirtschaften. Damit gucke ich nochmal in die Chats hinein. Fragen haben wir keine. Einige Zuschauer haben wir dabei. Da freue ich mich wieder. An dieser Stelle sage ich ganz, ganz vielen Dank für die Zeit hier heute Morgen. Meinen Kollegen hier von Tickmill, die heute Feiertag haben, wünsche ich einen schönen, entspannten Feiertag, einen guten Start dann morgen in die Woche und allen anderen hier bei uns, die zuschauen und ganz normal dem Handelstag folgen, einen erfolgreichen Handelstag. Wir lesen morgen früh spätestens 8 Uhr im Blog wieder und dann um 8.30 Uhr sehen wir uns hier im Live-Webinar. Ich würde mich freuen, wieder viele Zuschauer zu haben. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die Zeit und gute Trades. Tschüss.